Bei der Präsidentenwahl in der Zentralafrikanischen Republik Kongo hat sich Staatschef Denis Sassou Nguesso mit großer Mehrheit seine dritte Amtszeit in Folge gesichert. Nach Angaben des Innenministers vom Donnerstagmorgen erreichte Nguesso 60% der Stimmen. Um sich die weitere Amtszeit zu ermöglichen, hatte Nguesso im vergangenen Oktober in einer umstrittenen Volksabstimmung die Verfassung ändern lassen. Er regiert das Land mit einer 5-jährigen Unterbrechung seit 1979. Herausforderer Guy Brice-Parfait-Colella erreichte gut 15%. Die EU hatte wegen starker Zweifel an einer fairen Abstimmung keine Wahlbeobachter entsendet.